in Bayern geboren, in Hessen zu Hause. Man kann ja auch sehr gut leben. Wir haben da was gemeinsam, Thorsten Schäfer-Gümbel und ich. Auch ein gebürtiger Bayer. Man hört es im Arnhem an. Und ich kenne auch Appleboy. Also da, wo ich herkomme, im Karlgrund, gibt es durchaus auch einen guten Appleboy. Da hört aber auch die Verbindung nach Hesse schon auf. Sonst wusste mir über Hesse ehrlich gesagt ganz wenig, obwohl die Landesgrenze, man hat der Handkäse riechen können. So nah war das. Aber ich habe über euch, bis ich hierher gezogen bin, nichts gewusst. Ich habe mir immer gedacht, die Hesse, das muss ein fleißiges Völkchen sein. Aber die sind freiwillig an drei König und Allerheilige auf die Arbeit gegangen. Das wäre uns im Traum nicht eingefallen. Ja? Gut, jetzt bin ich hier daheim und habe festgestellt, das Hessisch, was ich eigentlich kenne, gibt es ja so in der Form gar nicht. Weil mein eigentlicher Hessischunterricht, das war immer früher im Fernsehen, vielen Dank an den Hessischen Rundfunk, das war der blaue Bock, Heinz Schenk, immer, ja. Immer aus einem anderen festlich geschmückten Becherhaus. Herzlich willkommen heute in Bruchköbeln. Ich habe den blauen Bock und jetzt kommt auch gleich das Medium TZ und Reno Nonsens und die Lia. Ja, wobei ich muss dazu sagen, meine Generation, lieber Heinz, wir haben dich nicht all freiwillig geguckt. Ja. Da bist du nämlich samstags, bist du aus der Badewanne gehoben worden. Nur samstags. Du warst auch nicht der Erste, der das Privileg hatte, das Badewasser benutzen zu dürfen. Nee, nee, nee. Da durfte vorher noch der Papa rein, der war Maurerpolier bei der Hochtief. Und dann stand auch schon die Mutter neben dir, direkt am Wannenrand und hat gesagt, so, Bub, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Entweder du guckst mit uns der blaue Bock oder du gehst ins Bett. Hat man sich halt im Zweifel für das Bischerhaus von Bruchköbeln in Hessischheim entschieden. Da haben wir mitgeschunkelt. Wie ich dann nach Hesse gezogen bin, habe ich festgestellt, ja, Moment mal, es wird ja nicht überall so genuschelt und geschunkelt wie im Blauen Bock. Gibt ja in Hesse so viele verschiedene Mundarten, kannst du mal ganz unten anfangen. Odewald, Bergstraße, Ried, die wohnen schon so nah an Mannheim. Wenn die den Mund aufmachen, retten die gar nicht mehr. Die singen den ganzen Tag. Du hat's nicht mehr zum Mitschungeln. Wo bist du, Herr Benze? Hepprum, hepprum, hepprum. Ja, das ist ein Spruch, die ist so lustig. Da kann nie ein Tatort spielen. Ja, die Spruch ist zu lustig. Stell dir mal vor, es passiert was ganz Schlimmes da unten. In Lambertheim haben sie gerade Wasserleiche aus dem Roi gezogen. Da darf der nicht lachen. Da muss man, das ist ein Tatort, da muss man ein bisschen Spannung, da muss man flennen so leicht. Wenn der Kommissar die Todesnachricht überbringt, stell dir mal vor, die Frau macht die Tür auf und er sagt, à la gute, ihr Mann ist tot. Das hört er auf. Ja. Deswegen, es gibt einen Tatort, der da unten spielt. Hinter der hessischen Landesgrenze, in Ludwigshafen, dem Offenbach von Mannheim. Da ermittelt die Kommissarin Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Volkerts, und die kommt aus Kassel. Typisch Nordhesse, der Nordhesse ist analytisch, der Nordhesse ist ein wenig trocken und der Nordhesse ist so ein bisschen der Diesel unter den Hessen. Der brauche ein bisschen. Die sind unglaublich nett, die sind unglaublich herzliche, gesellige Menschen, aber die müssen ein bisschen vorglühen. Die sind auf so einer Veranstaltung den ganzen Abend so. Und wenn du fertig bist, sagst du, super, hundertprozentig. Ja? Der Vogelspeicher ist ganz anders. Der Vogelspeicher ist der Brasilianer von Hessen, würde Kaiser Franz sagen. Der Vogelspeicher, sind Vogelspeicher hier heute Abend? Ja, da hinten, natürlich, wo es am lustigsten ist, wusste ich's doch. Die Vogelspeicher sind die fröhlichste Hesse, die es überhaupt gibt. Die drücken sich an dich, die hast du noch nie gesehen. Die erzählen dir ihre ganze Lebensgeschichte. Das Problem ist, du verstehst kein Wort von dem, was die dir sagen wollen. Ich habe den ersten Vogelspeicher in meinem Leben kennengelernt. Ich habe wirklich geglaubt, der heißt mit Vorname Eichsäu. Ich habe mich dem nur vorgestellt. Ich habe gesagt, guten Tag, ich bin der Johannes. Und er sagt, Eichsäu Günder. Und habe ich gesagt, aha, das war jetzt anscheinend sein kompletter Vor- und Zuname. Der heißt Eichsäu Günder, also ein Mensch mit Migrationshintergrund offensichtlich.
Dann hat er wohl einen deutschen Vater, Nachname Günther, ja? Und Ah Soy, eine koreanische Mutter, was kann man wissen, ja? Aber so, nein, so stelle die sich einander vor, ja? Wenn du im Vogelsberg wissen willst, guten Tag, wie geht's dir, musst du Englisch können. Du musst besser Englisch reden als ein Lothar Matthäus Rekordnationalspieler. Es hat sich ein Ami mal verfahren im Vogelsberg. Der wollte nur die Autobahn. Der wollte verzweifelt wieder auf die Autobahn. Da hält er neben so einem Vogelsbergchen an, macht die Scheibe runter und fragt auf Englisch, sorry, Highway. Und da sagt der Vogelsbergchen, danke Gott und selbst. Ja? Aber ehrlich, ich lasse auf die Nordhesse nichts kommen, ich lasse aber auch auf die Vogelsbeier nichts kommen. Da ist es Kamasutra erfunden worden. Diese asiatische Schrift, die man früher benutzt hat, wie es noch Kaviar auf Rezept gab, ist in einer Bäckerei in Oberside of the Road, ist die erfunden worden, morgens um 8. Ist ein Vogelsbeier in die Bäckerei gegangen und hat gesagt, ich kriege 3 Brötchen. Und da hat die Verkäuferin nur gefragt, brauchen Sie eine Tüte? Na, Kamasutra. Daher kommt das. Mein absoluter Lieblingsdialekt aber in Hesse, muss ich wirklich sagen, ich hoffe, es sind Leute hier aus dem hinteren Land Dillkreis. Ja. Ja! Super, Land der Könige, Herr Born Dilleburg. Wenn ihr mal am Sonntag Spaß haben wollt, fahrt auf die Autobahn, die 45, fahrt mal runter, Herr Born Süd, Herr Born West, Dilleburg, Heiger Burbach und irgendjemand auf der Gast irgendwas gefragt, egal was. Aber bitte benehmt euch dann. Also nicht gleich laut loslache, bewahrt die Kontinenz, weil ihr stellt sehr schnell fest, bei denen im Alphabet gibt's ganz offiziell den Buchstabe. Du hast das Gefühl, die sind alle in direkter Linie mit Peter Maffay verwandt. Und ich glaube auch, der Howard Carpendale lebt eine Lüge. Der wird auf dem Sterbebett wieder nochmal die Hand heben und sagen, hello again, Freund, es war eine großartige Zeit mit euch, aber ich habe euch betrogen. Ich komme gar nicht aus Südafrika, ich bin aus Stonebrook. Ja? Die benutzen den Buchstabe RR sogar in Wörtern, wo im Hochdeutschen überhaupt kein R drin ist. Diese gelbe, krumme Frucht, wo die Affe so gern essen, wo man die Schale abmachen muss, heißt bei denen Barnarne. Da gibt's junge Mädchen, die wachsen mit dem Vornamen Arnette auf. Und ich garantiere euch, wenn ihr da die Feuerwehr ruft, die kommt mit Ra-Rü-Ra-Ra. In diesem Sinne, liebe Freunde von Hessen, liebe Freunde des Edelweiss, hopp, 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 Schoppe in the Pop. Schönen Abend.